Interview und Analyse zum dritten Rennen. Dritte Tagesprüfung, dann Start in die Super 76 Wette. Großer Jackpot steht hier an. Sherlock zuletzt wieder ein guter Ansatz. Wir haben schon öfter gesprochen, der hat immer so Phasen. Kommt jetzt wieder die gute? Das kann ich schwer sagen bei ihm. Er lässt sich nicht in die Karten schauen und gilt eigentlich, dass er gut arbeitet. Die Laune wird es ausmachen. Aber schon sehr schnell zum Schluss. Mir war doch relativ weit hinten im Schlussbung und im Einlauf ist er noch sehr stark runtergelaufen. Diesmal andere Voraussetzungen, nämlich erste Reihe, und anfangen kann er ja auch. Er kann alles eigentlich. Er kann auch sein Rennen gewinnen. Aber ich denke trotzdem, dass ein Hot Hulk zum Beispiel oder ein Morley oder so, dass die Geraldine sehr, dass sie ähnlich einzuschätzen sind. Sehr Sinkpink. Schwieriges Rennen. Allerdings eine gute Nummer. Sie fängt gut an. Innenkante und ein kleiner Geldgewinn, nehme ich einmal an, ist gegen diese Kaliber hier das Ziel. Ja, sie hat eine gute Nummer, sie fängt gut an, wie du gesagt hast. Elisabeth Fehr kommt jetzt auch schon sehr gut zurecht mit ihr. Ja, und wenn alles gut geht, dann bleibt sie in die Platzierung. Auftakt in die Super 76 Wette mit einem Amateurfahren und sind jetzt noch zwei Tage. Das heißt, die Saison kann man noch nicht ganz abschließen, aber mit dem bisherigen Verlauf kannst du mehr als zufrieden sein. Ja, das stimmt. Es ist super. Dann ab Mitte des Jahres hat es zum Laufen angefangen und war froh, dass es jetzt bis am Ende durchgehalten hat. Wie du sagst, es sind nur zwei Renntage, aber ja, schaut sehr gut aus. Schaut nämlich sehr gut aus, gleich zum Auftakt mit Zanetti Venus. Ähnliche Gegnerschaft, sag ich mal, wir haben 13.11. Hast du allerdings den meisten davon 20 Meter vorgeben müssen. Zweite Reihe mit einem schnellen Beginn ist natürlich nie optimal, aber so wie er momentan drauf ist, glaube ich, ist es egal bei ihm, ob von vorne oder von hinten. Ich bin eigentlich immer von vorne gefahren. Da ist er sehr, sehr gut. Letztes Mal gezwungenermaßen vor 20 Meter von hinten hat man einen kurzen Startfehler eingebaut. Der ist richtig bombig gegangen. Mit dem war ich selbst sehr überrascht, dass er von hinten auch so gut geht. Also sollte er das heute wiederholen, glaube ich auch, dass ich 1 bis 3 bin. Einmal hast du schon aus dem Mittelfeld gewonnen, auch in Baden. Dein erstes Rennen mit ihm, auch mit 20 Meter Zulage. Also es wäre nicht das erste Mal, dass du mit ihm aus dem Feld gewinnst. Ja, das stimmt. Da bin ich das erste Mal gefahren. Da waren aber ganz andere Gegner drinnen. Und da hat man aber schon gemerkt, dass es von hinten nicht so leicht ist mit ihm. Weil er mag nicht gerne bei einem vorbeilaufen. Ist er vorbei, dann läuft er weiter. Wobei ihm die Leistung, wo ich letztes Mal gefahren bin, von hinten wirklich super war. Es sind da sehr auch gute Pferde drin, so wie Hot Hulk, Monas Number One. Geraldine ist eher die, was wirklich auch zur Zeit richtig toll in Form sind. Und Morley und Sherlock, sowie Ladi Venus, darf man auch nie vergessen. Also das ist halt das Interessante beim Handicap, dass sehr viele gewinnen können. Ich glaube, dass ich eine gute Chance habe, aber ob es reicht zum Gewinnen aus der zweiten Reihe, ja, das kann ich jetzt nicht so. Also wie am Monat drauf ist, Top 3 eigentlich auf jeden Fall. Könnte sein, wobei, glaube ich schon, aber wenn jetzt Hot Hulk, Monas Number One, Geraldine sehr vor mir sind, dann bin ich Vierter und ja, bin auch zufrieden wahrscheinlich mit seinem Laufen, weil das sind halt drei, die genauso gut sind wie er. Immer wenn du tief stapelst, bist du vorne dabei. Ja, darum mache ich es jetzt.